بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ein nicht-muslimisches Mädchen hat uns angeschrieben und deswegen wollte ich diese kurze Botschaft an die Muslime loswerden, und zwar die Botschaft: Lügt die Nicht-Muslime nicht an. Sie schreibt: Danke für die Antwort, weil ihr schon vorher geschrieben wurde von dem Admin der pierrevogel.de Seite. Du hast mir Hoffnung gemacht und ich werde versuchen, so schnell wie möglich den Islam anzunehmen. Also nach dem Gespräch mit dem Admin will sie den Islam so schnell wie möglich annehmen. Das Gebet kann ich schon. Ich habe mich in letzter Zeit viel informiert und auch schon ein bisschen den Koran gelesen. Ich werde versuchen, an meinen Fehlern zu arbeiten. Ich hatte nur diese Unsicherheit, weil eine muslimische Freundin gesagt hat, es wäre besser für mich, Christ zu bleiben. Aber ich habe gedacht, wenn man erstmal das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat und fünfmal am Tag betet, kein Schwein ist, kein Alkohol trinkt, nicht raucht und so weiter, ist das doch schon mal ein guter Weg ins Paradies. Das heißt, eine muslimische Freundin sagt zu einer Nicht-Muslimin, es ist besser für dich, Christin zu bleiben. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Das sind die Dinge, die dem Islam schaden. Und so eine Aussage ist Kufr. Zu sagen, es ist besser für jemanden, den Islam nicht anzunehmen, ist eine Aussage der Glaubensverweigerung, des Kufrs. Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 19, inna dini inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Was bedeutet der? Nur der Islam. Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und es gibt im Jenseits nur Gewinner oder Verlierer. Und wer ins Paradies geht, ist mit Sicherheit kein Verlierer, sondern ein Gewinner. Also kann der Verlierer nur der sein, der in die andere Richtung geht, nämlich in die Hölle. Das heißt, wer vom Islam gehört und den Islam nicht nimmt, geht ganz klar, wer also vom Islam hört und den Islam nicht annimmt, nachdem er die Botschaft bekommen hat, geht ganz klar und deutlich für alle Ewigkeiten in die Hölle. Und wer nicht vom Islam gehört hat, wird am jüngsten Tag auf die Probe gestellt werden. Denn Allah sagt in Surah 17, Vers 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten erweckt haben. So, das heißt, egal welche Sünde man macht, egal was der Nichtmuslim für eine Sünde macht, Homosexualität, Mord, Heroinabhängigkeit, egal welche Sünde er macht, keine Sünde ist schlimmer als der Schirk, die Vielgötterei. Keine Sünde ist schlimmer als dem Satan zu gehorchen und den Tauhid, den einzig wahren Monotheismus des Islam, nicht anzunehmen. Allah sagt im Koran, in Surah 4, Vers 48, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Allah vergibt es, wird es wahrlich nicht vergeben, wenn jemand Schirk begeht. Das heißt, wenn er im Schirk stirbt und er vergibt, was geringer ist als dieses, also was unter Schirk ist, wem er will. Und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht zu akzeptieren, ist auch eine Form des Schirks, weil der Schirk nicht nur eine Ibadah im wahrsten Sinne des Wortes ist, sondern auch dem Scheitan zu gehorchen im Kufr ist eine Art von Ibadah, eine Art von Schirk. Das heißt, wer dem Satan im Kufr gehorcht, begeht Schirk. So. Und so ein Schwachsinn wird hier verbreitet. So werden die Leute hier von möchtegern Muslimen davon abgehalten, den Islam anzunehmen.
Wenn dein Freund oder deine Freundin, ja, irgendein Problem hat, irgendeine schlechte Angewohnheit hat, Alkoholiker ist, von Kopf bis Fuß tätowiert ist, homosexuell ist, was weiß ich, ich will es gar nicht aussprechen, egal was, Dieb ist, drogenabhängig ist, keine Sünde ist bei Allah schlimmer als der Schirk, wie Allah in Surah 4, Vers 48 sagt. Deswegen, wenn man keine Ahnung hat vom Islam und ein Opfer ist von diesen Moscheeverbänden, wo einem nichts beigebracht wird, sollte das so sein, ja, dann muss man den Mund halten. Denn ansonsten muss man sich nicht wundern, wenn man am jüngsten Tag in die Hölle geht. Und wer so etwas einem Nicht-Muslim erzählt, wer einem Nicht-Muslim erzählt, dass er nicht in die Hölle kommt, der muss aufpassen. Allah sagt im Koran, also wer zu einem Nicht-Muslim sagt, dass er nicht in die Hölle kommt, wenn er vom Islam gehört hat und ihn absichtlich nicht akzeptiert, weil er Angst hat, der soll den jüngsten Tag fürchten. Allah sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Wahrlich die das verheimlichen, was wir von der Rechtleitung und von den Verdeutlichungen herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das heißt, wenn du das verheimlichst, dass Allah gesagt hat, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, dass der Islam die einzige Religion ist, die von ihm akzeptiert wird, und du wirst sogar noch gefragt, dann mache dich gefasst auf den Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala.